Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Minecraft Live in the Woods. Ja, in der letzten Folge haben wir hier unsere Räumchen ausgebaut und unseren Riesenofen begonnen. Ja, da wird etwas größer. Aber hey, so ist ja auch gut so. Da brauchen wir nicht so lange warten. Das hat Vorteile. So, jetzt wollten wir auf Reisen gehen. Haben wir unseren Atlas. Ja, Atlas haben wir. Brot tun wir auch mal auf die zweite Leiste ziehen. Essen auch gleich mal eins. Zwei oder drei. So, haben wir noch irgendwo anders Brot? Bernd das Brot oder so? Nee, so. Gut, jetzt wollten wir ja auf Sandsuche gehen, weil wir unbedingt Sand brauchen für diesen Ofen. Weil ohne Sand können wir uns nichts weiter damit machen oder erstellen, weil das ganze Ding ja, keinen Boden hat. Kein Ende nach unten zurzeit. Wir werden mal schauen, wie es aussieht, wo wir Sand herbekommen. Wir gehen mal in die Richtung. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht richtig groß lang gelaufen. Oh, doch schon. Aber beim Meer sollte eigentlich irgendwo was sein, denke ich mal. Ist auch eine kleine Höhle. Hier sind wieder Gartens ohne Ende. Die nehme ich natürlich alle mit, weil brauchen wir. Das ist alles Essen. Oder Stoff. Müssten wir uns eigentlich wahrscheinlich auch bald mal eine Rüstung erstellen. Dann können wir zumindest auch mal die Monster dann in der Höhle anmachen. Ich bin ja zurzeit noch so ein bisschen, ja, schöne Welt, alles toll. Ja, das sollten wir vielleicht mal mit tun. Gut, hier haben wir gleich mal ein bisschen Sand. Oh, bauen wir einfach mal mit ab hier. So. Gut. Zack, zack, zack. Ja. Oh, da haben wir. Oh, da war doch Ton. Ton. Ja. Oh, lauf. Lauf. Ja, die nehmen wir natürlich mit. Also, Ton brauchen wir immer mal. Gut, so, haben wir noch ein bisschen Ton mitgenommen. Und jetzt bauen wir noch ein bisschen Sand ab. Jep, hoch, so. So, 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 so. Dam, da, 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 dam. Gut. Ja. Komm. Ja. Ist natürlich jetzt gerade ein bisschen langweilig. Das kann ich verstehen, das ist klar. Aber naja. Wir brauchen natürlich den Sand und das zählt ja nun alles nichts. Wir müssen jetzt hier. Wir müssen einfach. Und ich sag mal, so einfach kriegen wir Sand ja selten. Gleich vor der Haustür fast. Daher ist mir das ziemlich egal, ob es eine Minute länger dauert oder nicht. Gehen wir mal hier rüber, da ist nicht ganz so viel Gegenstrom. So, zack, 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 zack. Hm.
Okay. Weiß gar nicht, wie viel Sand wir mittlerweile schon haben, aber ich denke mal, das reicht dann fast, oder? Können wir fast wieder zurückgehen. Das finde ich gut. Finde ich super. Müssen bloß aufpassen, dass es jetzt nicht despawnt, während wir hier noch abbauen. Das wäre nicht so toll. Aber ich gehe jetzt mal auf Tauchstation und hole mir mal das ganze Sand. So. Oh, los, lauf. Schneller. Luft. Na komm, rein. Geht doch. So, dann nehmen wir noch den mit. Haben wir noch ein paar Champignons rumstehen. Die könnte man natürlich dann auch mal mitnehmen. Da kann man auch ein bisschen Champignonsuppe machen. Sollte gehen. Glaube ich, das habe ich schon mal bei jemand anders gesehen, dass das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob das im normalen Minecraft auch geht. Da bin ich irgendwie raus mittlerweile. Zack, zack, zack. Warum habe ich das jetzt getan? Na, egal. So. Ja, da haben wir jetzt hier noch ein bisschen Sand. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, wir haben ja schon einiges. Fünf Stacks voll. Dann machen wir den sechsten Stack jetzt noch voll und dann ist gut. Zack, 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 zack. Ja. Wie gesagt, es ist jetzt nicht die spannendste Arbeit, ne? So. Ja, komm, lauf, 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 lauf. Zack. 63. Komm, nehmen wir einfach hier mit. So. Zack, zack. Gut, okay. Ja. Raus jetzt hier. Falsche Richtung. Den nehmen wir noch mit. Und raus. Gut, da haben wir ein bisschen was. Gehen wir einfach mal wieder zurück. Ach ja. Huch, da hat doch tatsächlich mal ein Handy geklingelt. Auch von hier sieht es schon ganz cool aus, muss ich sagen. Ich glaube, wenn der Ofen steht, das sieht dann auch nochmal richtig heftig aus. Heftig trifft es, glaube ich. So. Gut, da haben wir jetzt Sand gemacht. Dann würde ich sagen, warum ist eigentlich die Musik aus die ganze Zeit? Ich freue mich schon die ganze Zeit, was hier los ist. Moment. Zack. Gut, da haben wir wieder ein bisschen Musik. Waren wir schon so leise die ganze Zeit? Ich habe gedacht, nee. Aber es ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Musik leise war. So, was haben wir hier noch? Ja, haben wir noch Gardens, oder? Heidelbeere. Flupp. Flupp. Flop. Ja, kann man noch ein ganz schönes Stück runtergehen, muss ich mal so sagen. So.
Dann wollten wir jetzt Mörtel, 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 Mörtel. Mörtel. Zack. Sand, Sand, Sand. Kies, Kies, Kies. Kies haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen. Seelensand. Kies. Hallo, Kies. Kies. Das ist ein Stack. Kann das sein? Hoffentlich nicht. Kies. Granit. Gneis. Gut. Dann tun wir da einfach mal ein bisschen was herstellen. Ton haben wir ja jetzt hier gerade noch einiges gesammelt. Wir müssen aber Tonblöcke draus machen, ne? Genau, und das machen wir aus 4 davon. Zack, zack. Zack, da haben wir auch wieder ein paar Tonblöcke. Machen wir hier nochmal ein zweites. Okay. Und dann Kies. 32. 16. Mehr kriegen wir wahrscheinlich doch nie raus. Oder kriegen wir es alle? Ne, kriegen wir nie alle. Etwas bleibt über. Leider. Naja, gut. Dafür können wir jetzt erstmal den Mörtel hier reinschmeißen. Das dauert sowieso eine Weile, bis der wieder ganz ist. Beziehungsweise bis der zu solchen Ziegelsteinen wird. Kein Kies mehr, das gibt's doch gar nicht. Hatten wir, na gut, unter der Erde brauchen wir jetzt gerade nicht gucken. Kies. Die da drüben haben Kieswege. Aber das möchte ich ungern abbauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir bauen uns einfach mal noch einen zweiten Ofen. Granit. Guck mal, dit. Können wir da was draus machen? Zack, das funktioniert super. Machen wir mal 3 Stück. Dass wir ja dann richtig loslegen können. Eigentlich brauchen wir bloß 2, aber naja, gut. So. Das rein, Kohle rein. Haben wir ja noch überhaupt... Na gut, jetzt steht er. Wie ist das Zeug? Xylit. Haben wir da noch was? Wie sieht das aus? Das ist nur so eine komische Form. Okay. Hier ist auch nichts. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Hier auch nicht. Hier haben wir auch noch Kohle. Kohle ohne Ende haben wir. Kohle. Xylit haben wir nicht. Gut. Dann müssen wir es halt so machen. Zack. Zack und zack. Dann nehmen wir hier mal die Hälfte raus und tun die auch noch mit hier reinschmeißen. Und hier haben wir auch noch was. Nehmen wir hier die Hälfte raus und schmeißen sie auch mit hier rein. So. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis das fertig ist. Was machen wir denn in der Zwischenzeit? Unser Glas können wir noch nicht weitermachen. Glas haben wir, also wir haben genug Sand. Das müssen wir dann in dieser Schmiede machen. Weil ich da ja gern dieses reine Glas draus haben möchte. Das sieht, glaube ich, etwas besser aus. Müssen wir mal schauen. Glas haben wir hier noch. Ja. Wir könnten eigentlich mal unsere Felder wieder ernten. Genau, wir haben mittlerweile wieder so viel unten drin. Wir müssen die erstmal irgendwie leer machen. Ha. Ja, die sind schon wieder... Ja, die wachsen. Sieht gut aus. Aber naja, gut. Ja. Zapfhähne brauchen wir auf jeden Fall dann auch noch. Und ich würde mal kurz gucken. Tinkers Construct. Tinkers. Und zwar brauchen wir noch so einen Ausguss. Und auf jeden Fall brauchen wir auch noch solche Tanks. Ist nur die Frage, die Tanks, können die, füllen die sich selber weiter auf oder wie ist das? Muss ich selber dann erstmal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall noch so einen Ausguss hier. Schmelzereikern? Nein. Schmelzereiausguss. Genau. Versenkter Ziegelstein, 3 Reihen runter.
Gut, da können wir uns mal noch einen machen. Zack. Da haben wir den. Nehmen hier schon mal die Ziegel raus. Höpp und höpp und höpp und höpp. Haben wir schon mal 62, 63. Und die Nummer 64. Gut. Top. Da können wir nämlich jetzt erstmal hier uns wieder ein paar machen. Und die schon mal wieder anbringen an unsere Konstruktion. Während wir hier auf den Rest warten. Zack. Eigentlich können wir die oben drauf setzen. So. 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 Zack. 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 Dass zumindest ein Höhenabstand ist zu den Dingen. Das ist ganz gut, denke ich. So, hier machen wir noch die Ziegel noch voll. Okay. Von der Höhe her, denke ich mal, machen wir es dann auch nicht höher. Das ist so das Höchste der Gefühle. Die anderen Teile haben wir alle schon in unseren Dings geschmissen. In unsere Truhe. Hier. Zack, zack. Da haben wir von jedem zwei. Wir haben vier Teile. Passt. Passt perfekt, würde ich meinen. Die brauchen wir nicht ganz so oft. Die setzen wir hier hin. Und die brauchen wir schon ein bisschen öfter. Setzen wir hier hin. So, Zapfhorn. Eins, zwei, drei. Da muss ich mal schauen, wie wird denn da noch gemacht? Zapfhorn. Drei, okay. Gut, das kriegen wir, denke ich, noch hin. Entweder der erschrickt sich immer, wenn ich ihn F3 drücke und geht mir den FPS sofort hoch. Oder ich, keine Ahnung. Na gut. Ja. Dann eins, zwei, drei. Wir noch 10 Stück jetzt bekommen von diesen Ziegeln. Das ist erstmal sehr gut. Ich glaube aber, so viel wird das gar nicht. Kommt mir auch so vor. Wie machen wir das? Ich glaube, wir kriegen nicht ganz so viele Ziegel raus, weil wir kriegen ja aus 4 Ziegel gerade mal einen so einen großen Stein. 3, 2, keine mehr. Gott. Oh je. Wir brauchen Kies. Ganz dringend Kies. Mist. So, hier ist auch schon leer. Und hier ist der letzte gerade drinnen im Verdampfer. Ah. Haben wir uns doch ein bisschen übernommen, vielleicht. Mit der Größe. Gut, naja. 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 Sieben Stück. Ich glaube, wir haben uns mega übernommen. Huch! Schon riesengefährt, muss ich mal so sagen. Eieieiei. Vor allem brauchen wir auch mal so viel Lava. Nee. Ja, ach ja, das eine wollten wir auch anbringen. Huch, ganz vergessen. Zack. Also gefällt mir das auf jeden Fall von der Größe her mit den Ausgussbecken da. Hier kann man auch noch zwei hinsetzen, wenn man das möchte. Kann man vielleicht auch noch zwei machen. Können wir eigentlich tun. So. Hier sind keine... Fuck. Sechs brauchen wir. Ups und ups. Zwei. Drei. Okay. Okay.
Gut. Dann bräuchte man wahrscheinlich mal noch so ein Gussbecken, würde ich gerne noch eins machen. Oh Gott. Okay, will ich doch nicht machen. Und so eins? Ja, ist genau das Gegenteil. Ja, toll. Mist. Ja. Ein Dach brauchen wir dann auch mal noch irgendwann über den Kopf. Ich würde jetzt aber wahrscheinlich, ja, erstmal eine Pause machen, wie ich gerade sehe. Upsala. Ja, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.